Also Kronprinzenpalais, ich finde es als Ortschaft, also das Haus ist ja geschichteträchtig, klar, wir sind an einem schönen Ort. Man sieht ja noch ein bisschen den alten Berlin, also wo noch Mauer stand, sind noch Verbleibsel und ich finde den Mix zwischen alt und schon ein bisschen modern und jetzt, was daraus gemacht wird, schon wahnsinnig spannend und die Räume bieten so viel Freiheit, irgendwas Tolles da zu machen und irgendwie so einen neuen tollen Projekt auf die Beine zu stellen. Also da sind viele meiner Kollegen, die haben mit vielen gleichzeitig angefangen und der Austausch ist immer wahnsinnig wichtig. Wir arbeiten auch an vielen Projekten außerhalb Mercedes-Benz und außerhalb dem Kronprinzenpalais arbeiten wir an vielen Projekten gemeinsam und stehen den einen, steht den anderen immer zu Rat und versucht zu helfen, wenn das möglich ist. Und ich glaube, das ist auch so ein wahnsinnig wichtiger Teil, dass man sich unterstützt und voneinander da ist. Ich glaube, da gibt es keine Verbesserung. Also wir sollten uns alle immer verbessern und steigern und verändern. Und dadurch, dass es heute und jetzt erstes Mal stattfindet, werden wir sehen, was wir besser und anders machen können.